Hallo hier bei Mixi TV. Heute mein erster Gast von der WOMO-Familie, der Papa, also der Bertram. Und er hat uns ein GPS mitgebracht. Hallo, hallo Bertram. Hallo. Ja, ich habe das GPS Map 60 CSX dabei. Das habe ich jetzt schon seit 7 Jahren im Einsatz. Okay, kann er. Sag mal. Sagen wir mal genau, wie es aussieht. Entsprechend abgenutzt ist das Teil, aber es funktioniert noch einwandfrei. Ja, und wenn du so lange im Einsatz hast, hättest du gerne mal ein neues? Wir haben ja noch das Montana, aber ich verwende eigentlich immer nur das. Das ist handlicher und ich bin es auch besser gewöhnt. Und ja, es liegt halt in der Hand und ich habe es eigentlich immer mit, wenn ich unterwegs bin. Und wie viele Gehwege hast du mitgefunden bisher? Die allermeiste, also fast 2000 Stück wahrscheinlich mit dem hier. Okay. Und mich würde es stören, dass es kein Touchscreen hat, sondern viele kleine Tasten. Das sieht aus wie beim Atrex oder ähnlichem. Ja, so ähnlich ist es auch. Also es ist keine Touchscreen-Bedienung, sondern man muss mit den Tasten auf so ein Bildschirm zugreifen, wo man dann mit Pfeiltasten auswählen muss. Das ist etwas umständlich und etwas störend. Und aber ich bin es halt gewöhnt. Und hast du auch schon mal mit einem anderen ein Touchscreen-Handy gecached? Ja, habe ich auch schon. Geht auch, ja. Aber wie gesagt, ich bin das halt schon seit 7 Jahren gewöhnt und komme damit klar. Ja, und ich weiß ja, deine Frau hat ein Montana. Ja. Und es ist so relativ aktuelles GPS. Was findest du jetzt besser, das Montana oder dein altes 60er? Also von der Bedienung und von der Informationsfülle, was man lesen kann und was man abspeichern kann, ist natürlich das Montana viel besser. Hier habe ich im Prinzip nur die Wegpunkte und aber nicht die Zusatzinformationen, keine Hinweise, nichts, keine Texte. Wirklich nur die Punkte. Ich habe da die Garmin-Karte drauf, die Topo Deutschland, wenn wir in Deutschland unterwegs sind. Und ich habe festgestellt, also das Navi hier ist viel genauer von der Positionierung und schneller vor allem als das Montana. Da laufe ich hin, wenn es da heißt 1 Meter noch, ja, meistens ist dann auch in der Nähe. Meine Frau läuft mit dem Montana vorbei und kommt dann irgendwann zurück, weil sich das dann auch darauf einpendelt. Das ist also viel schneller auf der richtigen Position. Okay, das heißt, du bist eigentlich voll begeistert damit? Ja. Und ein treuer Fan vom alten 60er? Ich habe mir sogar noch ein zweites gekauft, wenn das nicht mehr geht, als es die noch gab, weil ich einfach auf das Ding nicht verzichten möchte. Okay, jetzt fällt mir eigentlich keine weitere Frage ein. Dann will ich mich bedanken für das Gespräch. Gerne. Und bis bald wieder bei Mixi TV. Tschüss.